Einen wunderschönen und willkommen zum Hardware-Video vom, wartet mal, oder vielleicht mache ich das alles in eben, nee, ich mache eins ja nicht, IDPRT, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, die Firma, mit dem SP410 Labeldrucker. Den habe ich jetzt schon angeschlossen, ich wollte eigentlich von CD aus installieren, aber mein Laufwerk, mein PC will halt mein DVD-Laufwerk hier nicht anerkennen und deswegen musste ich mir die Treiber halt von der Webseite laden. Das zeige ich euch auch gleich mal. So. Bestimmt da. Das sind jetzt die Treiber für den SP410 und für den SP420. Den größeren, den habe ich auch. Da mache ich dann später das Video dazu. Wenn ihr dann halt nur, also hier das Ding habt, dann hier nur Drives habt, dann habt ihr und dann halt hier auf Windows, dann habt ihr die Windows-Dateien zum Installieren, damit das alles funktioniert. Ihr müsst aber auch noch alle Typen sagen und ich weiß jetzt gar nicht, welcher von den drei, ich glaube der hier war es. Ich glaube, das war das. Das ist die Software für das Label an sich zum Drucken. Und ihr habt da unheimlich viel Scheiße mit bei. Ey, leck mich am Arsch. Ich war sehr überrascht. Also ich habe jetzt schon ein bisschen rumgespielt, weil jetzt nicht gleich geklappt hat mit dem Drucken, weil ich das Papier falsch rum eingelegt habe. Der Laserkopf ist ja hier oben. Und ich habe das Papier andersrum eingelegt, weil das sah so aus, als wenn das hier, ja, weil das so durchgeschienen hat und für mich sah das in dem Augenblick aus, als wenn hier der Aufkleber ist. Aber in Wirklichkeit war hier der Aufkleber und ich habe auch schon zwei Sachen gedruckt, zeige ich euch auch gleich. Und wenn man das so drin macht, dann druckt der natürlich nicht. Und man sieht doch so halbwegs so, ja, scheint auch so ein bisschen durch. Aber wieso druckt der denn weiß? Ja, und dann ist es, naja. Und ich hin und her überlegt und dann hast du hier gesehen. Und dann ging's. Und dann ist die Katze über die Tastatur gerannt. Dann hat sich der Drucker verstellt. Und ich habe mir gewundert, warum geht denn das nicht? Hat doch gerade gedruckt, hat doch funktioniert. Und die Videos habe ich auch wieder gelöscht, weil mir der schön auf den Sack gegangen ist. Ja, und geh mal hoch in den Körbchen. So. Ja, fein. Und ja, da hat der Kater. Ich weiß nicht, wie er es schafft, jedes Mal, wenn er sich... Der braucht einmal nur mit dem Kopf über die Tastatur drehen und hier passieren ganz komische Sachen. Ja, und dann hat er, wie er sagt, immer drüber gedreht und da war der Drucker verstellt, war in dem Programm halt ein anderer Drucker drin und dadurch hat er dann halt nicht mehr ausgedruckt. Ich habe euch unten noch extra, wenn ihr das seht, hier ist der Drucker, habe ich extra euch mal runtergepackt, damit ihr seht, dass da auch das passiert, was ich gleich mache. Und zwar ist es hier diese Bartender-App. Gib doch mal bitte. So. Wir machen jetzt einfach mal eine neue Datei. Leeres Dokument. Hier. Und da müssen wir den jetzt ausnehmen. Nein. Du bleibst jetzt mal da, Kater. Du rollst dich hier wieder nur rüber. Und machst irgendeinen Blödsinn. So. Achso, ich wollte das ja noch einstellen. Der Rand ist okay. Wir lassen das jetzt einfach mal so. Das ist auch okay. Aber hier. Hier haben wir... Nein. Du bleibst weg. Ich habe nämlich extra ein Maßband geholt. Du sollst weg. Weg. Die Breite haben wir... Ja, 10,1. Also 101 Breite können wir lassen. Höhe haben wir aber. Na gut, wenn der Rand doof ist, sind 15,1. Also wären es 150. Bei der Höhe machen wir hier 150,6. Und dann haben wir das Richtige. Hier lassen wir alles weg. Wir möchten hier keine Farbe haben. Wir möchten keine Grafik, gar nichts. Fertigstellen. Und da könnt ihr auch eigene Labels drucken.
beziehungsweise erstellen und die speichern. Ich habe ein paar richtig geile Sachen gesehen. Dafür müssen wir dann gleich nochmal was umstellen. Also mache ich erstmal hier das Bartender-Logo. Ja, vorhin hat er Doppelklick auch genommen. Ich weiß nicht, was er jetzt gerade hat für Probleme. So. Und dann gehen wir mal hier rauf. Hier machen wir mal einen Seriencode. Hier oben hin. Und eine Seriennummer. Das ist genau wie der Seriencode. Die machen wir hier unten hin. So. Und dann habt ihr hier auch noch einen Haufen Symbole. Ich mache mal jetzt einfach mal nur ein CE-Zeichen. Na. Ja, normalerweise klappt das auch, dass man einfach mit Doppelklick macht. Ich weiß nicht, was er jetzt gerade für Probleme hat, dass er das mit Doppelklick nicht macht. Die ganze Zeit hat er die gemacht. So, und dann nehmen wir mal hier, Gefahr gefällt mir auch immer. Ja, Gefahr. Gefahr 2. Hoppala. So. Und dann könnte man halt hier sein Label drunter selber erstellen. Man kann Striche machen, alle drum und dran. Ich zeige euch dann mal nachher so ein paar Sachen. Ja, da ist gerade nichts drin. So. Und jetzt müssen wir mal kurz den Drucker wechseln. So, wir haben jetzt nämlich den mit der 1 hier. Wir nehmen jetzt einfach mal den hier. Der funktioniert nämlich nicht. Na? So, und jetzt müsst ihr mal hier den Strichcode ansehen. Der ändert sich und die Zahl. Ja, wenn wir jetzt einmal drucken. Also jetzt druckt er doch schon aus. Habe ich den richtigen Drucker ausgewählt. So. Und ihr seht, da steht eine 2. Aber wieso hat er das jetzt so gemacht? Das ist doch 4 zu. Druckvorschau. Da fehlt doch die Hälfte. Druck. So, und ihr seht ja, dass das jetzt vorangeht. Ich mache mal jetzt noch ein paar Mal drucken. Und der Strichcode ändert sich auch. Nicht nur die Zahlen. Auch der Strichcode ändert sich. Aber warum hat denn der das jetzt? Druckvorschau. Verwalten. Das ist alles zu weit unten. Das ist ja hier jetzt. Habe ich auf Druck. Ah, hier. Hochformat. Ja. Okay, jetzt versuchen wir mal nochmal. Das ist der falsche.
Ich hatte nämlich immer mit den Standard und der Pfeil war eigentlich immer oben so. Dann versuchen wir das jetzt nochmal. Druck. Nee. Doch, 05 hatte klappt. Aber den Strichcode hat er nicht. Den Strichcode hat er nicht gescannt. Also der hat jetzt hier praktisch. Ich muss ja mal gucken, dass ich das hier irgendwie groß kriege. So. Der hat das praktisch jetzt so. Also Farbe macht er ja sowieso nicht. Ja. Und das war davor. Und die ersten Bienenversuche, die ich gemacht habe. Da hat er dann halt nur Ditte. Da hatte ich nur unten und hier habe ich dann so ein paar. Die müssen auch so wahllos verteilt sein. Die hab ich selber so wahllos verteilt. Also um zu gucken, ob das funktioniert. Ich frage mich nur, warum er den Strichcode nicht macht. Das ist mir auch noch gar nicht aufgefallen, dass er hier auch nicht gemacht hatte. Hier hatte ich nämlich auch einen Strichcode drauf. Aber nichtsdestotrotz, es funktioniert. Aber wie gesagt, nicht Farbe. So, und jetzt. Und hier haben wir dann noch Formular. Hier könnt ihr dann alles selber durchgehen, könnt euer komplettes Label, also so eine komplette Datei für so ein Label, für, ich zeige euch am besten mal. Neu. Von auswählen. Ja, den habe ich nämlich vorhin gemacht. Da kann man das nämlich speichern. Bumm. Weiter. Fertigstellen. Also wie gesagt, das habe ich vorhin gemacht. Und hier mit den Zeichen, was ihr euch gewundert, das habe ich halt mit diesem Formular hier gemacht und da konnte ich dann halt mehrere hintereinander machen. Ihr seht ja, dass hier noch mehr dazu gekommen ist. Ja, also das sind die Bienen-Standard-Dinger, die da, nee, der und der, glaube ich, nee, die Bienen. Und dann konntest du, sind hier noch mehr durch verschiedene Buchstaben, die du eingegeben hast, waren noch viel mehr. Dann, und hier hat er dann halt nur Viereck gemacht. Also praktisch bin ich da drauf. Und dann habe ich hier Text A und dann habe ich einfach so ein bisschen rumgespielt. Ich glaube, es war hier. Ja, hier sind dann halt verschiedene Sachen, wenn ich die jetzt sage, 1, 2, nee, 1, 2, A, Y, ich nehme auch einfach mal die Tastatur hier durch, zack, schnell, dann haben wir den Haufen davon da und schließen und so habe ich das dann halt gemacht und hier seht ihr, sind sie jetzt. Es sind alles wirklich verschiedene. Und die sind jetzt alle natürlich hier nebeneinander, weil ich sie halt hier nebeneinander platziert habe. Da können wir natürlich aber auch. Hoppala. So, löschen. Schließen. Und jetzt haben wir halt nur noch das. So. Das sind die, die ich jetzt geschrieben habe. Und so, wir können aber auch. Also wenn da, hier sind ja nur die Beispiele drin und wenn ihr dann halt noch mehr
Da gibt es dann halt auch eine Erklärung, wo denn, denke ich mal, wo die ganzen Dinger sind oder welche Tastenkombination. Aber wir können auch komplett neu leeres Dokument, vorhandenes Dokument auswählen. Nee, das war nicht. Ja. Ich mache jetzt einfach mal hier alles Standard. Halt. Ich aktiviere das hier mal. Weiter. Nee. Ich hatte nämlich vorhin auch das komplette UPS-Teil, so ein Vordruck von UPS und sowas alles. Da hat man dann einige Vorlagen gehabt, die man halt hätte benutzen können. Sind die jetzt weg? Weil da war ich auf eine Testversion von der Software. Hat er gesagt, die läuft in 30 Tagen ab und dann habe ich halt ganz normal Standard geöffnet und dann ging es Wort weg. Warte mal, ich mache nochmal zu, dass wir hier keinen Restmüll drin haben. So. Vorhandenes, sogar kürzlich verwendetes. Ah, hier unten habe ich es drin, UPS. Seht ihr das? Das hatte ich vorhin hier mal benutzt. Achso, das braucht was. Naja, gut. Okay, wir nehmen es trotzdem mal. Ich will es ja nicht ausdrucken, will es euch ja nur zeigen. Falls es jetzt überhaupt noch was macht. Nicht, dass es jetzt weggegangen hat. Das ist von mir. Dokument 1. Das ist auch von mir. Ach hier, hier haben wir den hier. Ich habe jetzt Ultralight und wenn wir jetzt auf Express, nee, Enterprise Edition gehen, da ist die Testversion. Das müssen wir jetzt öffnen. Die gilt jetzt natürlich nur 30 Tage. So. Hier haben wir dann halt auch Formeln drin und so was alles. Grafiken. Label 1 auf 1 und das sind nur ein paar Sachen, was man machen kann. Machen wir jetzt einfach mal. Nein. So. UPS.
So, und jetzt, das ist jetzt praktisch ein Label, was von UPS-Label, was wir schon als Vorlage drin haben. Und ihr seht hier mit den blauen Feldern, ihr könnt hier wirklich alles austauschen. Oder, ja, umbenennen oder machen, was weiß ich. Es muss halt nicht UPS für euch sein, ja. Ihr könnt jetzt hier, was weiß ich, ja, nimmt der UPS weg und schreibt, wat? Odin Express. So, Tracking lassen wir einfach mal so drinne. Hier nehmen wir mal das. Feld 1. Dann haben wir den ganzen Felder dann drinne, die wir dann auswählen können. Ja. Aber nochmal, hier nehmen wir jetzt einfach mal Odin Ase. So, dann steht da Odin Ase drinne. Ihr könnt dann natürlich auch, hier habt ihr dann die ganzen Felder. Ich mache euch das mal groß. So, dann haben wir dann jetzt hier zum Beispiel nächste Feld. Company, ABC Company. Dann machen wir Odins Tests. Dann machen wir hier. Das ist jetzt so ein Zwischending. So, machen wir hier Telefonnummer. Dann lassen wir das mal. Lassen wir mal, machen wir mal hier einfach 49. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, dann haben wir, was haben wir hier? Consumer Relations. Consumer Relations, was nimmt man da rein? Welche Abteilung machen wir denn da? Zuschauer, Post. So. Gebäude 3. Valhalla Straße 81 für mein Baujahr nehmen wir mal. Was wartet ME noch was hier? Achso, das ist die Postleitzahl. Dann nehmen wir einfach 81, 81, 8, also von meinem Geburtsjahr. Und da dann nehmen wir hier nicht Toronto, nehmen wir Asgard. Und hier unten haben wir On. Asgard. Ost. So. Dann haben wir hier noch, das rechnet er gerade, dann haben wir hier noch die Position, die können wir auch erweitern, ihr könnt auch die Striche hier bearbeiten, ja. So, ich mach mal das kurz weg. So, dann haben wir das hier zum Beispiel gespeichert, also, achso, hier Kanada haben wir ja auch noch. Das kann doch weg, das brauchen wir doch nicht. Habe ich da sowieso schon. Zack, gelöschen. So. Ship to, also soll zu mir kommen. Und dann kann man natürlich auch von wem. Ja, da kann man auch alles hier einfügen, beziehungsweise mit der Software, wenn man dann halt ein Buchhaltungssystem hat, in der Firma zum Beispiel, kann man dann halt sagen, dass das von der Buchhaltung hier rübergeschickt wird, dass das halt praktisch das Standardding ist.
wenn man halt nur mit Unternehmen verschickt oder so, oder wenn man mehreren hat, dass man dann halt sich die Vorlagedateien dann halt DHL, UPS oder was weiß ich so benennt und sich die Labels dann so macht. Oder selber, also wenn man halt von denen auch Strichcodes bekommt zum Beispiel. Wenn nicht, kann man die Strichcodes komplett rauslassen oder man braucht sie für System innerhalb der Firma, dann kann man die ja drinnen lassen. Und dann macht man halt so ein Standardding, so wie hier, und lässt UPS und alles komplett weg. Und dann steht dann halt hier der wird kriegt, wer abgesendet hat. Und dann macht man halt hier für den Wareneingang und Ausgang für sich selber zum Scannen, dass es auf dem Weg bis nach draußen oder was weiß ich, wie es, was man dann braucht. Ja, selbst die Linien hier, die Linien, darauf seid ihr da nicht angewiesen, die könnt ihr komplett löschen. Das ist jetzt hier alles komplett nachgebaut hier. Löschen, bumm, weg. Können wir aber wieder herholen, rückgängig. Oder kopieren. Und dann könnt ihr die Linie halt hier einfügen. Dann fügt er sie halt hier oben nochmal ein. Zack. Dann machen wir das ganze Feld hier noch ein Stück runter. Und Ship-to machen wir auch noch ein Stück runter. Und hier habt ihr dann auch diese Hilfslinien. Ja. Sieht aber dann halt doof aus mit dem Dings da oben. Ja. Also müsste man noch ein Stück runter gehen. Zack. So. Dass dann hier oben das halt mit dem Adresszeile vernünftig hin. Oder ihr macht halt wieder eine dünne Linie drin. Ihr müsst die Linien ja so dick machen. Ihr könnt hier alles sind hier einzelne Sachen, alle einzelne Elemente, die könnt ihr alle separat, auch die 1 hier. Können wir jetzt zum Beispiel auch. Schreiben wir mal hier, schreiben wir mal Test. Hier schreiben wir jetzt Test 2. Test. Ja, und schließen. Und habt ihr dann praktisch hier. Löschen. Hier ist die 1. Dann machen wir einfach mal auch noch eine 81 draus. Das ist das 81. Paket von heute. Zack. Achso, habe ich nicht gespeichert. Mein Fehler. Warum speichert das jetzt nicht? Na, ist mir jetzt auch egal. Aber wie gesagt, ihr könnt hier alles selber. Und das ist nur eins von dem. Also wenn ihr die große Software habt, ich habe mich da aber auch noch nicht beschäftigt, wie es aussieht, wenn man hier, was man hier noch alles, also ja, also wie man die bekommt oder so, was die kostet oder so, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. So, und wenn wir jetzt hier sagen, einfach nur ein neues Dokument aufmachen. Auswählen. Ne, das ist ja unsat. Leer. Weiter. So. Ihr könnt auch Grafiken dann reinpacken und was weiß ich alles.
Ach so, Mist, ich wüsste jetzt ja nicht mehr, wo das war. Jedenfalls waren da noch viel mehr Sachen zum Auswählen. Also ist abnormal viel. Und wie gesagt, ihr könnt euch die alle selber auch anpassen. Da waren auch selbst diese Schilder mit bei von der Energiestufe vom TV und was weiß ich alles. Abnormal geil. Also ich wusste ja, dass man viel machen kann, aber das, was hat da alles noch so gibt. Also das hat mir gefallen. Und für Firmen ist das garantiert was super geeignet. Also für mich ist es jetzt eher interessant, um zum Beispiel für Labels drucken, immer wenn ich einen Brief kriege, rufmachen und dann kann ich, oder ein Paket rufkleben und weg. Oder die kleineren, also jetzt nicht so große, sondern die gibt es ja auch in dem Format, aber dann halt mit kleineren Aufklebern drauf, wäre dann interessant für meinen Schrank hinter der Tür, dass ich halt die einzelnen Felder benennen kann. Oder halt in der Küche die Schränke, weil die Große das immer durcheinander schmeißt und steht das extra drauf. Vielleicht kommt ihr dann ein bisschen besser mit klar, wo was hingehört. Und oder auch Tupper zu bedrucken oder Tüten zu bedrucken, wenn Frauchen da was hat. Für ein Gefrierfach oder Kühlschrank und so, ruf fertig ist. Also da macht es schon unheimlich Spaß. So. Aber wie gesagt, das sollte jetzt nur ein kurzer Test sein. Es funktioniert, es macht das, was es soll. Wenn man das Papier richtig einlegt, natürlich auch nur. Da kommen wir dazu, wenn man das Papier richtig einlegt. So wie es aussieht, gibt es auch farbige Papier dafür, dass man das dann auch in Farbe drucken kann. Der ist jetzt natürlich nur schwarz-weiß. Aber dafür ist der wirklich klein und handlich. Was mir halt nicht gefällt, ist, dass das hier hinten so lose rumliegt. Ja, also hier, wenn ich jetzt das hier gucke, das liegt hier wirklich nur lose hinten dran. Also da würde ich mir wünschen, dass man das da vielleicht einen Weg findet. Aber ich habe schon gesehen, in der Beschreibung war halt ein extra Kasten. Die sind jetzt auch hier nur so, also als Stapel. Ich denke, da gibt es auch Rollen, habe ich gesehen. Da gibt es dann halt ein Ding, was man hinten ranstellt und dann zieht er sich das von der Rolle. Bei dem anderen ist es natürlich alles schön drin geschützt und so. Wenn er nicht hier benutzt wird, wird leuchtet er rot. Und echt, also mir hat es echt Spaß gemacht, mich da ein bisschen mit zurechtzufummeln und vor allen Dingen mit den Spielereien, die man machen kann. Und ich denke mal, für den Hausgebrauch denke ich eher für die meisten Leute eher uninteressant. Für den normalen Hausgebrauch. Es sei denn, man verschickt viele Post oder macht dann die Windspiel mit oder was weiß ich. Und dann haut man da, macht man dann halt seine Adresse und dann halt die Adresse von der Firma. Und dann braucht man halt immer nur die Adresse von dem Windspiel, wo trainiert, austauschen. Dann wird das nacheinander ausgedruckt und dann braucht man nur kleben, 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 kleben. Aber ich denke mal eher, das ist für Selbstständige, für Kleinfirmen, für Kleinunternehmer oder so, die halt Pakete verschicken. Und wie gesagt, man kann die Software, soweit ich gelesen habe, ich habe so eine Software nicht. Also ein Buchungssystem, weil ich habe keine Firma, wo ich halt irgendwie ein Buchungssystem brauche für Pakete oder was weiß ich. Aber die soll wohl alle kompatibel sein und dann kann man das halt im Buchungssystem so einstellen, beziehungsweise in dieser Buchungssoftware, da kann man das ja so einstellen, wie man sich das selber will. Das ist ja, kommt ja darauf an, welche Software man hat. Und dann kann man das einfach nur austauschen mit dem Drucker, den man, wenn der kaputt gegangen ist, und holt sich den. Und dann sagt man halt in der Software halt nicht dieser Drucker, sondern jener Drucker. Und dann druckt der das halt genauso aus. Ja, man muss halt auf die Breite vom Papier, auf die Länge vom Papier achten, was man da hat, dass man das gleich halt wieder vorher holt. Hier sind wir halt begrenzt von der Breite her. Also eine breiter als das geht jetzt noch nicht wirklich. Wir können natürlich auch schmaler machen. Die Länge ist vollkommen egal. Also die Länge ist relativ, weil jetzt zieht der sich hinten rein und fertig ist. So, aber nichtsdestotrotz soll es das jetzt gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin. Odin's curse.